möchte ich auch ein Dankeschön an die Mitorganisatoren und auch die Gäste richten. Bildungszentrum Limburg, wie der Name schon sagt, ist ein Migrantenverein, also mit migrantischem Hintergrund, das sich der Bildung gewidmet hat. Europa Genschlik-Derne ist eine Jugendorganisation, die uns mit unterstützt. Die IGBD, das ist die neue Moschee, die Sanjak-Moschee in Dietkirchen. SV Anadolu ist ein Sportverein hier in Limburg. Mesjid El-Nur, das ist die Moschee in der Glashütte. DITIB Limburg, das ist ja allen wahrscheinlich bekannt, das ist die Moschee in der Blumenröder Straße. Der Arbeitskreis der Muslime, ADM, das ist ein Zusammenschluss von den verschiedenen Moscheen. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat Limburg, die auch heute hier anwesend ist. Die VIKZ, die auch anwesend ist. Samarkand, das ist eine weitere Moschee sozusagen in der Nähe der Glashütte. Wir möchten auch ein Dankeschön an die Stadtpolitik und insbesondere auch an den städtischen Bauhof richten, der es möglich hat, überhaupt heute das hier zu vollrichten. Und auch ein herzliches Dankeschön an alle Gäste, die heute hier mit uns den Tag verbringen. Ich möchte mit den Redebeiträgen weitermachen und natürlich gebührt an zweiter Stelle der Redebeitrag unserem ersten Stadtrat Michael Stanke. Deswegen bitte ich ihn nach vorne. Vielen Dank, lieber Herr Vorsitzender Jütschel, ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Für mich als erster Stadtrat bin ja auch zuständiger Sozialdezernent, aber auch im Namen einiger Gremien und vor allen Dingen auch im Namen des Bürgermeisters bedanke ich mich. Wir haben ja Urlaubszeit, wir haben Ferien, also alle, die, vor allen Dingen die, die Kinder haben, sind jetzt auch im Urlaub, so auch unser Bürgermeister. Und ich teile mir das immer mit ihm, wenn er dann da ist, bin ich im Urlaub. Diesmal so, und ich darf auf jeden Fall die herzlichsten Grüße des Bürgermeisters ausrichten. Ich darf aber auch die Grüße überbringen der städtischen Gremien. Sind ja auch einige Gremienmitglieder heute da. Frau Schardt-Sauer, stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin und eine andere Funktion, sagt sie gleich noch selber was dazu, und Kollegen und Kolleginnen der FDP. Und der Herr Pötz ist auch da, der ist Vorsitzender des Sozialausschusses. Der Sozialausschuss hat ja auch enge Verbindung zum Ausländerbeirat. Da gibt es ja auch die ein oder andere Sitzung. Auch er zusammen mit grünen Mandatsträgerinnen und Magistratsmitgliedern. Ich darf die Grüße der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats überbringen. Ja, möchte mich wirklich nicht nur für die Gastfreundschaft bedanken, sondern auch für die Organisation. Das ist ja diesem Mal das erste Mal, dass wir, also es ist nicht das erste Mal, dass Fastenbrechen ist in Limburg, und es ist auch nicht das erste Mal, dass Ehrengäste zum Fastenbrechen eingeladen sind. Ich bin selbst schon in einigen Moscheen gewesen, muss sagen, das hat dann während Corona und nach Corona ein bisschen logischerweise, weil dann auch das Treffen so nicht mehr erlaubt war, ein bisschen abgenommen. Aber es ist das erste Mal in diesem Rahmen, in diesem Umfeld, und ich halte das auch für absolut richtig und selbstverständlich, dass man mit so einer Veranstaltung auch gern mal an öffentliche Plätze geht. Warum nicht? Dafür sind die Plätze da. Sie sind da zum Feiern, und ich glaube, das tut der Stadt auch ganz gut, wenn auch so eine Veranstaltung mal hier und so ein Anlass mal hier stattfindet. Ja, Herr Jütschel, Sie haben eben viel gesagt, auch nachdenkliche Worte über Heimat. Also der Anspruch der Stadt ist tatsächlich, dass die Menschen, die hier leben und die hier bleiben wollen und bleiben dürfen, dass die hier ihre Heimat finden. Und Aufgabe für uns vor Ort ist es jetzt nicht so sehr, dann dafür zu sorgen, dass alle wieder in ihre Heimat dürfen. Jetzt ist das tatsächlich die Frage, was ist Heimat? Sondern wir wollen tatsächlich, dass das Leben hier vor Ort gut gestaltet wird und dass möglichst viele Leute auch hier bleiben und hier bei uns bleiben. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben in Deutschland schon immer Migrationsbewegungen gehabt, immer wieder aus anderen Ländern. Und dann ist das auch eine Sache, dass wir das auch jetzt haben, zugegebenermaßen ein bisschen verstärkt. Da muss man sich politisch drüber unterhalten, um auch vor allen Dingen Lebensbedingungen vor Ort anders zu gestalten. Aber ich glaube, das brauchen wir in der Kommunalpolitik nicht zu machen. Das muss die große Politik machen. Wir in der Kommunalpolitik müssen uns über das Zusammenleben hier vor Ort kümmern. Und es wird immer wieder von Friede und von Konflikten gesprochen. Dann wird immer in die Welt geguckt, in die Nachrichten. Nachrichten gucken darf man fast heute nicht mehr, da wird man ja sofort depressiv.
Aber es ist auch so, dass wir, glaube ich, die Konflikte hier vor Ort, die müssen wir auch lösen, die müssen wir auch angehen. Und am Ende des Tages müssen wir dafür sorgen, dass die gar nicht erst entstehen. Dazu ist es dringend notwendig, den kulturellen Austausch zu pflegen. Es ist eben gesagt worden, schöner Vergleich mit dem Adventskalender und jetzt auch in Zeiten des Ramadan. Und das sind so Sachen wie auch diese Veranstaltungen heute, die, glaube ich, gut sind und die auch dann ein bisschen dafür sorgen, dass die Menschen sich untereinander auch ihre Sorgen, ihre Nöte, aber auch ihre kulturellen Unterschiede, dass die sie kennenlernen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste hier vor Ort, um Friede hier vor Ort zu schaffen. Ich wünsche Ihnen heute Abend einen schönen Abend, schönes Fastenbrechen. Bedanke mich nochmal für die Einladung. Danke. Ich bedanke mich bei unserem ersten Stadtrat, Herrn Stanke, für den tollen Redebeitrag. Ich bin dem Ausländerbeirat sehr dankbar, dass er das A organisiert, uns eingeladen hat, auch die Fraktion darauf aufmerksam, auf so einen prominenten Platz. Und wir sind sehr stark vertreten von der FDP-Fraktion, weil wir sind neugierig. Und ich denke, das kulturelle Miteinander setzt die Bereitschaft voraus, sich kennenzulernen, ja, besser kennenzulernen und zu wissen, was bedeutet dann Fastenbrechen? Was bedeutet das für die Menschen, die hier leben? Und insoweit bin ich ja voller Erwartung hier und einfach neugierig. Ja gut, für mich maßgeblich ist, dass der Ausländerbeirat, das ist ja ein Hilfsgremium des Magistrats, also offizieller geht es ja fast nicht. Der erste Stadtrat ist ja auch vertreten hier und von daher, die sind demokratisch gewählt, die Akteure, die das Fest angemeldet haben und organisieren. Und da habe ich erstmal Vertrauen in die Stadt Limburg, dass das schon alles so seine Richtigkeit hat. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist das Wichtigste auch in der aktuellen Diskussion, und das ist ja ein sehr prominentes Geburtstagskind, die sozusagen die Koordinaten sind für mich das Grundgesetz. Ja? Und dass alle Organisationen, die hier in Deutschland herzlich willkommen sind, sich betätigen können, das Grundgesetz ist unsere Leitplanke. Und daran, wer sich daran orientiert, ist willkommen. Und wer die Leitplanken nicht akzeptiert, mit denen müssen wir diskutieren. Weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht zum Beispiel im Grundgesetz. Ja? Und alles, was sich daraus ableitet. Jeder hat den Recht auf Zugang zur Bildung. Und Verstoße, die sind natürlich gerade für uns Freie Demokraten nicht hinnehmbar. Und dann gibt es aber auch wieder die Religionsfreiheit. Das ist alles ein Spannungsverhältnis. Aber wie gesagt, ich sage immer ganz klar, in diesen Zeiten ist das Grundgesetz ist ein super Kompass. Also uns hat eingeladen der Ausländerbeirat und alle Gruppierungen, die da drin sind. Wir haben uns übrigens vor 3 Monaten mit dem Vorsitzenden des Ausländerbeirats als Fraktion zusammengesetzt, der gesagt hat, ja, kommt doch mal und redet mit uns. Das tun wir jetzt. Wir fordern aber auch, dass die sich in unserer Gesellschaft integrieren. Ja? Wir sind ein freies und ein offenes Land und wir gewähren viel Vertrauen. Und damit müssen die aber auch sorgsam umgehen. Und ehrlich gesagt, Fouls akzeptiert das Grundgesetz nicht. Ja, ganz herzlichen Dank für diese sehr charmante Ankündigung. Das Gute kommt zum Schluss. Was will man mehr? Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, auch an Jütsche. Ich möchte aber auch mal Danke sagen, ich glaube noch nicht erfolgt, diesem ganzen Team, was hier dauernd so rumwuselt. Jeder, der hier ist, glaube ich, ist in irgendwelchen Vereinen, Organisationen, Religionsgemeinschaften. Wenn ich denke, ich bin aktive Katholikin als Limburgerin, wie oft ich bei von Leichnam die Sachen organisiert habe. Das Ganze steht und fällt mit einer tollen Mannschaft und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich so um unser Wohl hier bemühen. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte eigentlich nur, weil ich ja jetzt sozusagen als das Beste zum Schluss auch zwischen gewissen Dingen stehe, das hat auch einen gewissen Grad der Gefährdung, aber 2, 3 Sachen möchte ich schon erwähnen und auch grüßen im Namen meiner Kollegen von der FDP-Fraktion. Ich bin einerseits FDP-Landtagsabgeordnete, bin aber vor allen Dingen Limburgerin und hier Kommunalpolitikerin. Und da oben, ganz oben in dem mittleren Zimmer, da haben wir mit dem Vorsitzenden des Ausländerbeirats, dem Herrn Jütsche, vor, glaube ich, 3 Monaten war es, ich gucke die Kollegen mal an, es hieß in der Öffentlichkeit, der Ausländerbeirat fühlt sich nicht verstanden, nicht gehört. Da haben wir gesagt, na, da laden wir ihn mal ein. Wir reden mal miteinander.
Und das ist das Wichtigste. Und deshalb ist es sehr gut, dass Sie dieses Fastenbrechen hier öffentlich machen, miteinander reden. Es haben ganz viele Vorredner, auch meine Grüße an die ganzen Ehrengäste, den Vertreter des Generalkonsuls natürlich, der auch von kultureller Identität gesprochen hat. Das Ganze kann man nur verstehen oder tolerieren. Warum machen Sie das mit dem Fastenbrechen, sagt sich der geneigte Bürger. Ja, dann rede ich mit Ihnen, ich komme hierher, ich informiere mich und dann verstehe ich es. Und nur Verständnis ist, glaube ich, das Wichtigste für Frieden und gegenseitige Toleranz. Und deshalb ganz herzlichen Dank, dass Sie das machen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie was auf dem Herzen haben, wie gesagt, hier in dem Haus wohnen ganz viele Fraktionen. Der Kollege Pötz hat gesprochen, der Kollege Starnke, es gibt auch noch andere Fraktionen. Treten Sie in Dialog mit uns, weil Deutschland ist ein offenes Land und im Gespräch miteinander, glaube ich, können wir es zusammen reicher machen. Jeder auf seine Art. Christen, Katholiken, Protestanten, Juden, Muslime. Wir sollten alle in Frieden miteinander leben und ich bin sehr neugierig. Für mich ist das heute Abend das erste Fasten, öffentliche Fastenbrechen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich lernen darf von Ihnen. Und dann sage ich jetzt einfach mal im Anschluss an deine Frau, Andreas, guten Appetit. Schön.